Ja, tiefe Töne sind bei ja. Tag der offenen Tür bei der Stadtkapelle in Frankenberg. 19. November konnte jeder, der Lust und Laune hatte, ein bisschen an den Instrumenten rumprobieren, sich Tipps und Rat geben lassen. Wichtig war Spaß an der Musik, Spaß am Zusammenspielen mit vielen Leuten, eine gewisse Disziplin. Das war ganz wichtig. Kaffee und Kuchen gab es natürlich auch, viel Beratung. Und die Menschen hatten ihren Spaß, auch wenn der Ton nicht immer hundertprozentig war. Wichtig ist, man hat Spaß an der Musik. Daniel Seibert, Vorsitzender Stadtkapelle Frankenberg. Erstmal schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Heute, 19. November, Tag der offenen Tür, verbunden allerdings auch mit der regulären Probe. Aber wie sieht es denn aus mit Nachwuchs bei der Stadtkapelle? Ja, wir bemühen uns immer um Nachwuchs, deswegen halt auch heute den Tag der offenen Tür, wo die Kinder Instrumente ausprobieren können und selber mal reinschnuppern können, was sie so gerne interessiert und so. Ne? Jetzt hat die Stadtkapelle hier seit 1993 ein eigenes Vereinsheim im Industriegebiet in der Berneburger Straße. Für das Üben natürlich ideal. Ne? Man stört keinen abends, man ist unter sich. Man kann also auch mal richtig auf die Pauke hauen. Das ist richtig. Wir sind hier mitten im Industriegebiet. Wir stören hier keinen und wir können hier machen, was wir wollen. Das ist optimal. Die Stadtkapelle Frankenberg ist natürlich weit über die Grenzen der Stadt Frankenberg hinaus bekannt. Wie viele Auftritte, wenn man mal jetzt Corona weglässt, gibt es denn nur ungefähr im Jahr? Traditionell natürlich der Pfingstmarkt vorneweg, aber auch viele andere Auftritte. Wir haben viele Auftritte im Bereich des Schützenfestes, das heißt Bromskirchen, auch hintenrum Bad Berleburger Raum. Da machen wir viele Schützenfeste und begleiten viele Schützenumzüge. Wir machen aber auch Konzerte und sowas, das machen wir auch ganz gerne. Ja. In diesem Jahr zum Beispiel auch hier in der EDR Homebase Altenlotheim beim Heideblütenfest. Das war auch ein sehr schöner Auftritt, ja. Ist auch immer ein sehr schönes Fest da. nichtsdestotrotz, Nachwuchs wird gern gesehen. Es ist ein bisschen zeitaufwendig, denn es reicht ja nicht, hier einmal die Woche 2 Stunden zu üben. Man muss auch zu Hause ein bisschen üben und dann kommen eben noch die Auftritte dazu. Aber Musik ist etwas, was man gemeinschaftlich macht. Also das Gemeinschaftsgefühl ist bei der Musik auch wichtig. Das stimmt. Also Musik geht immer nur gemeinschaftlich hier bei uns. Es ist immer nur ein Gemeinschaftsprojekt. Wenn man jetzt Interesse hat, Schnupperstunde, mal abgesehen heute vom Tag der offenen Tür, der ja nur einmal im Jahr ist oder vielleicht zweimal im Jahr, sich für ein Engagement in der Stadtkapelle zu interessieren, Instrument zu lernen, mitzumachen, wo wendet man sich hin? Am besten, also es kommt immer darauf an, ob man schon ein Instrument beherrscht. Wenn man gerne sich erweitern möchte in diesem Bereich, kann man gerne selbst mal zur Probe kommen. Wir proben immer freitags um 19.30 Uhr oder man wendet sich direkt an die Jugendwarte, die auch über unsere Homepage zu erreichen sind. Und die Homepage ist unter www.
stadtkapelle-fkb.de. Daniel Seiber, Vorsitzender der Stadtkapelle. Vielen Dank. Ja, Christoph Jakob, wieder ein Treffen des Dirigenten der Stadtkapelle. Die Blasmusik ist so ein bisschen hinten dran. Ne? Man verbindet das immer so mit Oberkrainer und Bayern und Egerländer und so weiter. Dabei können diese Kapellen heute viel, viel mehr. Ja, man hat ja immer eine gewisse Vorstellung im Kopf oder im Ohr, wenn man Blasmusik hört. Vielleicht denkt der eine oder andere an irgendeine typische bayerische Trachtenkapelle, wo viel Tuba-Musik ist oder sowas und Ernst Mosch natürlich. Aber wie es im Wandel der Zeit ist, ändern sich auch das Repertoire, die Musikstücke und auch die Arrangeure, die Blasmusik zum Klingen bringen. Und so werden wir immer moderner. Also nicht nur hier, sondern allgemein ist dieser Trend zu beobachten. Es gibt ja Arrangements von Filmmusiken, Jazz, Rock, Pop. Es gibt ganze Blasorchester, Opern, die mittlerweile aufgeführt werden. Die Frage ist, wo möchte man hin, wo möchte man sein? Ich denke, wir haben in der Stadtkapelle Frankenberg eine gute Mischung aus modernen und natürlich auch der traditionellen Blasmusik, die wir gerne zum Klingen bringen. Man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen, um das mal zusammenzufassen. Das stimmt, ja. Und wenn man so zurückdenkt, 60er, 70er Jahre, Beatles, Stones und was es sonst noch alles gab, die haben heute zum Teil echte Klassiker abgeliefert, ja. Die selbst große Symphonieorchester mit Begeisterung spielen. Das stimmt, ja. Wenn man sich da anguckt, was du gerade sagst, Beatles, es gibt eine Beatles-Sinfonie. Wenn die das Royal Philharmonic Orchester spielen, da bleibt dir der Atem weg. Das ist fantastisch. Aber läuft hoch und runter in allen Formationen. Selbst das einfachste Drehorgelorchester spielt aber. Vom Musical bis Schlag mich tot. Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Was auch immer vergessen wird, viele der Rock- und Popstars haben ja Anleihen zum Beispiel in der Klassik gemacht. Bach war ja so ein beliebter, wo man sich von Harmonien und Noten bedient hat, aber auch Mozart und andere. Ja. Die Blasmusik, die kam ja eigentlich eher so aus der Volksmusik, als auf jedem Dorf eine Klarinette, eine Trompete, eine Pauke war und eine Fiddle und zur Hochzeit aufgespielt hat, oder? Wenn man so will, ja, klar, das hatte seine Einflüsse mit dabei, aber die Blasorchester, so wie wir sie heute kennen, entstanden aus der Militärmarschmusik. Da waren es damals andere Formationen, aber das sind zwei Paar Schuhe, so wie wir heute spielen, das ist klar, aber früher haben sich die Menschen eben anders, auch aufgrund ihrer Möglichkeiten, zusammengesessen oder getroffen und haben dann musiziert. Das war dann einfach, wie du gerade gesagt hast, da war vielleicht eine Klarinette dabei, ein Krummhorn, vielleicht hatte einer eine Posaune, die Gitarre, dann gab es ein Akkordeon, das war ja weit verbreitet und so entstanden quasi die ersten Oberkrainer-Besetzungen, die ganz traditionellen. Und erst mit Ernst Mosch kam ja dann quasi der richtige, musikalische Aufschwung in Richtung böhmisch-mährische Egerländer Blasmusik, wie wir das heute kennen, auch wie wir die Orchester kennen. Nun kennt man schon von bekannten Symphonieorchestern, aber auch von bekannten Blasmusikern. Die Kapelle ist immer nur so gut wie der Dirigent. das geht runter wie Öl, ich weiß. Nein, aber es ist so, weil er ist letztendlich der Lenker, der Navigator, der Steuerer, der die Harmonien oder die Instrumente in Harmonie klingen lässt. Das stimmt, also ganz klar, Fakt, jeder Flötist, jede Flöte, jeder Klarinettist, alles was da ist, die können zehnmal besser spielen als ich. Wenn ich eine Klarinette in die Hand nehme, da käme was raus, aber anschließend würde es wahrscheinlich der neue Soundtrack zu Jurassic Park werden, das ist klar. Aber eben sich die Mühe zu machen, eine eigene Klangvorstellung von dem Gesamtbild Blasorchester, jetzt wie bei uns das der Fall ist, zusammenzubringen, die Direktion, die Partituren zu studieren, sich zu überlegen, was will der Komponist da eigentlich, und das dann nachher den Orchestermusikern zu vermitteln, das ist so ein bisschen die Kunst. Ich sage immer so als Beispiel, man muss sich die Edersee-Sperrmauer vorstellen. Alles, was auf der Seite mit dem Wasser ist, das sind die ganzen Musiker mit ihren Klängen, mit allem, was dazugehört. Und ich bin der kleine Notauslass, würde ich mal sagen, wo alles ganz zentriert zusammenkommt und daraus die Quintessenz zu ziehen und das Beste rauszuholen. Und das
umzusetzen, was ich eigentlich im Kopf habe, das ist meine Aufgabe. Und ich bin da mit der Stadtkapelle Frankenberg, bin ich wirklich stolz drauf. Wir haben tolle Stücke, die durch die Musiker, weil jeder nun eben individuell ist, ganz besonders zum Klingen gebracht werden. Das ist einfach toll. Jetzt sind wir hier im ländlichen Raum und also gerade Frankenberg, kein Pfingstmarkt, kein Schützenfest, aber auch Bad Wildung, Feuerwehr, Musikzug, im Nordwaldeck die Musikzüge und so weiter. Kann man sich im ländlichen Raum eigentlich keine Veranstaltung eines Vereins ohne die traditionellen, Musik traditionell im Sinne von alten Vereinen vorstellen? Es könnte schwierig sein. Also wie soll ich sagen, in einem Festzelt, da gehört die gute, handgemachte Musik, egal ob das eine Blaskapelle oder eine andere Band oder Formation ist, genauso dazu wie vielleicht am Sonntagmorgen das Frühschoppenbier. Aber die Musiker, auch gerade hier im Landkreis, auch weil wir eben regional stark verwurzelt sind, wir präsentieren, wir repräsentieren. Es ist ja nun Stadtkapelle Frankenberg oder ein anderes Beispiel Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Bad Wildung. Wir wollen was darstellen, auch wenn wir individuell sind, und wollen natürlich gerne bei den Auftritten, die uns angeboten werden, entsprechend abliefern. Also für uns ist das immer auch so ein bisschen untereinander konkurrieren. Ah, was spielen die, was spielen wir? Wie spielen die das, wie spielen wir das? Wir wollen natürlich, klar, man will immer mit der Beste, mit der Schönste, der Strahlendste sein, das ist ganz natürlich. Deswegen gehört für mich die traditionelle Blasmusik, auch wenn sie moderner ist, egal mit welchen Einflüssen, zu den Festen, die wir haben, unbedingt dazu. Das geht gar nicht anders. Heute ist Tag der offenen Tür hier bei der Stadtkapelle. Wir hören es im Hintergrund. Die Nachwuchs-Phil Collins hat gerade losgelegt. Nachwuchs ist ein großes Thema bei allen Kapellen, bei allen Formationen, hier auch. Wird aber schwieriger, Nachwuchs zu bekommen. Ja, das Problem ist, also wer ein Instrument lernt, der lernt das Instrument nicht in einer Woche, es sei denn, er ist ein Genie, keine Ahnung. Das dauert Jahre. Ein Instrument lernt man fürs Leben, wirklich fürs ganze Leben. Und ich beobachte im Moment, dass gerade viele der Jugendlichen, die an ihren elektronischen Geräten rumsitzen, Handy, Tablet, was es da allem gibt, sofort ein ganz anderes Erfolgserlebnis haben, wenn sie ein Spiel spielen, keine Ahnung, Level Up, gleich was gemacht. Hier, ich muss in die Ausbildung, ich muss ein Instrument lernen, ich muss mich vielleicht fortbilden, wenn ich Interesse dran habe. Da gibt es diese sogenannten D-Lehrgänge, die da angeboten werden. Das ist wie so ein musikalisches Freischwimmerabzeichen, nenne ich es mal ganz einfach. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, und die Kinder und die Jugendlichen an die Musik ranzuführen und ihnen zu sagen, pass mal auf, du kaufst, oder deine Eltern in dem Falle wahrscheinlich, die kaufen jetzt ein Instrument oder die leihen das. Das kostet Summe X. Jeden Monat, jede Woche hast du Ausbildungskosten. Du musst was dafür investieren. Das Instrument, das du bläst hinein, ist das lebt von einem Teil von dir. Beim Schlagzeug genau das Gleiche. Das den Kindern begreiflich zu machen, dass das eine Sache fürs Leben ist, eine Sache, die nicht nur Kameradschaft, die Freundschaft, die das Vereinsleben miteinander fördert, das ist unheimlich schwer den Kindern zu vermitteln. Einfach weil das Angebot, was sie woanders an der Ecke kriegen, einfach mitunter viel, viel größer und leider auch verlockender ist. Ja, jetzt ist natürlich einfach, aus irgendeinem Streamingdienst Musik abzuspielen. Richtig. Aber um zum Schluss zu kommen, Musik ist eine internationale Sprache. Ja. Das heißt, egal wie verfeindet man ist, wie befreundet man ist, zusammen musizieren geht eigentlich immer und schon versteht sich die Welt. Richtig, genau das sage ich auch immer sehr gerne. Das ist einfach so. Die Noten sind gleich auf der ganzen Welt und jeder Musiker weiß, das ist eine Flöte, das ist eine Klarinette. Die wissen, da steht ein Dirigent, oder wir zählen bis 4, dann fangen wir an, wir zählen bis 3, dann fangen wir an. Und dieses Harmoniegefühl, ist ja auch Musik, ist ja Harmonie. Das ist einfach ein Standardding, was überhaupt nicht zum Wegleugnen gibt. Das verbindet, egal wo man ist, egal mit wem man zu tun hat. Christoph Jakow, Dirigent der Stadtkapelle Frankenberg. Vielen Dank.